wieder und warte. Was war das? Hau ihn doch tot! Geht doch. Wo sind die Wurfmesser? Wer ist die? Ich weiß echt nicht, wie ich einfach so viel Glück haben kann. Aber wo zum Geil sind jetzt die Wurfmesser? Wo drunter? Ah, geht doch. Ja. Okay, das war ein bisschen schwer damit umzugehen. Jetzt ein Headshot. Ich. Ach so. Ich soll ihn plündern. Hab ihn. Okay. Und jetzt? Einfach raus. Rausrennen. Ich glaube, rausrennen wäre jetzt nicht so schlau. Also das Rennen jedenfalls nicht. Wow, das war knapp. Charmant dabei. Mit Bart. Ich soll da draußen. Ausgerechnet jetzt steht er. Ah, ho, ho, ho. Ja, ich habe sie endlich erfüllt. So, ich gehe mal hier hoch. Geht mal am besten komplett hoch. Bisschen einfacher. So, wohin? Achso, ich soll dahin. Wir nehmen den einfachen Weg. Eingang zum geheimen Labor finden. Wow. Ne, von hier oben kriege ich den nicht. Jetzt kriege ich den. Ich glaube, das war jetzt eigentlich meine. Ist da unten, sind da unten noch welche? Ernsthaft? Ich habe den jetzt nicht getroffen. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Und jetzt schnell rein. War ich hier nicht drin? Ach ja, warte. Vielleicht ist hier drin irgendwo der Eingang. Da drin kann man sich verstecken. Im Klo. Keiner. Das ist auch nur der. Oh, zack. Ist er sonst irgendwer? Seht ihr das Weib da? Nein, ich sehe kein Weib. Ich bin Mann. Ich bin Mann. Geh weg. Geh weg. Ja. Der guckt jetzt in meine Richtung. Oder schläft er?
Achso, der redet dahin. Ich dachte schon, wer redet hier die ganze Zeit? War das gerade ein Blitz? Wo zum Geier ist bloß denn jetzt der Eingang? Okay. Naja, ein Luftattentat kann ich nicht auf den machen. Das werde ich beenden. Was? Wer ist da bei dann? Näher, näher, noch näher. Zack! Okay. Ist hier der geheime Eingang? Ja. Da ist er ja. Der Eingang zu Brewsters Labor. Das war jetzt eigentlich nur geraten, aber okay. Okay. So, jetzt nur geradeaus. Aktivieren. Und weiter geht's. Fähigkeitsupgrades. Verdienen Sie EP, indem Sie Eigenschaften freischalten oder Massenereignisse, Erinnerungen oder Aktivitäten abschließen. Pro 1000 EP erhalten sowohl Jacob als auch Evie einen Fähigkeitspunkt, den sie für neue Fähigkeiten ausgeben können. Erwerben sie Fähigkeiten, um mit Jacob und Evie höhere Level zu erreichen und bessere Ausrüstung zu nutzen, nutzen zu können. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Das ist mein Wecker. Ist jetzt ein bisschen scheiße. Okay, was hätten wir denn jetzt da? Oder können wir die alle, oder haben wir die schon alle? Ich glaube, die gelben haben wir schon alle, ne? Dann können wir hier nur runtergehen. Doppelattentat. Kaufen. Okay, jetzt können wir auch die restlichen. Wir hätten noch einen Fähigkeitspunkt. Was steht da dran, was es ist? Beute-Takedown. Ah lol, das könnten wir auch gebrauchen. Das wäre sinnvoll. Schlösser knacken. Schlechter. Okay, mit Kombos. Unaufhaltsam 1. Und hier Gesundheitsboost. Hä, wie Gesundheitsboost? Also nur ein Leben mehr dazu. Ach so. Was hätten wir hier noch? Adlerauge 2. Ich glaube für eine größere Reichweite, ne? Und hier hätten wir Plünderer. Okay, dann hätten wir Chance auf mehr. Ich würde aber mal sagen, ich nehme am besten erstmal den Beute-Takedown. Weil ich ja so viele Wurfmesser benutze. Doppelattentat. Okay, das kommt hier auch noch von Anno, also von Unity, soweit ich mich noch erinnern kann. Nein, hat es nicht. Also tu, was dir gesagt wird. Und übrigens, für dich immer noch, Sir. Die Männer sind müde, Sir. Es wird noch jemand verletzt, wenn sie zu viel verhandeln. Sonst sehen wir irgendwas? Nö. Ich glaube, geradeaus komme ich nicht weiter. Muss ich hier lang? Zeit für ein Doppelattentat. Da hinten. Oder ist da hinten eine Kiste? Ja, ich wusste es doch. Voll Rauchbomben, voll und Geld. Alles klar. Nein, runter da, Evie. Ja, rauf. Und sagen, dann müssen wir hier lang. Müssen wir auch hier lang.
Ja, los. Geht doch. Okay. Hier können wir nirgends so lang, wir können nur geradeaus. Ist ja noch eine Küste, die können wir doch plündern. Nein, ich wollte nicht. Blöde Frau, du. Ein bisschen feucht werden. Okay. Ist hier sonst echt niemand mehr? Ach so. Der Edensplitter. Hören Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil sein. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Soll ich jetzt auf ihn runterspringen? Ja, komm, machen wir mal. Lucy Ford würde sich ihren Kopf holen und Mr. Starrick den Rest. Wissen Sie, Reynolds, vielleicht ist es das Risiko wert. Das wird eigentlich die anderen, aber egal. Hat ja beides funktioniert. Ja klar, komm her, Süßer. Und zack. Schon da kommt jetzt ernsthaft hoch. So, wie? Achso, da komme ich am besten auf ihn drauf. Aber wie komme ich? Also okay, alles klar, alles klar. Hoch, hoch. Jetzt geh hoch, Ivy. Mann, manche muss man zu ihrem Glück zwingen. Wow. Es ist Zeit, dich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Ebensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Ich vermisse irgendwie Ezio. Oh, wohin soll ich? Aua! Man erkennt einfach gar nichts. Los, Ivy! Ben! Eine blöde Schlampe! Und weiter! Es war reichlich knapp. Trotzdem immer noch nicht sicher. Ich brauche einen Ausgang. Ja, hier, bitte.
Zwäng nicht durch. Es ist eng, aber das kennst du ja. Es ist sehr, sehr eng. Als ob. Lauf. Als ob daran jetzt der Ehensplitter alles schuld dran war. Jetzt komm. Boah, ist das geil. Die Grafik ist auch mega geil. So. Sequenz 2. Ein einfacher Plan. Abgeschlossen. Herausforderung: Luftattentat auf Brewster verüben. Gegner mit hängenden Fässern töten. 5 von 5. Belohnung 1000 plus 75. Erfahrungspunkte 2000 plus 100. Umhänge, sparsamer Umhang haben wir bekommen. Lauf! 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 Was war das für eine Explosion? Welche Explosion? Evie. Der Edensplitter ist explodiert und das Labor gleich mit. Der magische Klumpen aus hyperbolischem Metall? Schockierend. Nur weil du die Splitter nie zu würdigen wusstest, heißt das nicht... Es lief also alles nach Plan, hm? Es gab ein kleines Problem. Wie klein? Das Labor ist explodiert. Jacob! Du ließ deinen Zug entgleisen. Oh, hat er das? Sieh an. Nun, der Zug entgleiste und ich war zufällig an Bord. Ich habe mein Ziel erwischt. Brewster ist auch Geschichte. Dann war es wohl eine erfolgreiche Mission, trotz eurer Spielereien. Was ist mit London? Was soll damit sein? Wir verschwenden hier nur unsere Zeit. Du weißt genauso gut wie ich, dass London seit über 100 Jahren fest in der Hand der Templer ist. Sie sind noch viel zu mächtig für uns. Hab Geduld. Aber die Templer haben einen neuen Edensplitter. Sir David ist tot. Sie wissen nicht, wie man ihn benutzt. Unser Rat wird uns leiten. Euer Vater ist seinen Entscheidungen auch immer gefolgt. Wir sehen uns dann in Crawley. Hab Geduld, Evie. Der sanfte Klang einer Gelegenheit, die wir verpassten. Was hält uns denn auf? London, wartet doch nur auf seine Befreiung. Vergiss Crawley. Vater hätte gewollt, dass wir... Ach, Vater, du könntest sein Vermächtnis in London fortführen. Künftige Generationen vor einer Stadt im Griff der Templer bewahren? Weißt du, Jacob Fry, vielleicht hast du ja recht. Also wollen wir? Ja, los. Auf nach London. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Syndicate. So, ich glaube, das war's mit dem Spiel. Ich weiß. Das war nur eine Kostprobe von unserer Neuerwerbung von Abstergo. Aber ich möchte nach Sean und Rebecca sehen. Es wäre ein Fehler, einen Templer anzugreifen. Anruf bei Dr. Grammatica. Na komm, Isabel. Was für eine Überraschung. Was zum Geier. Unsere gemeinsamen Freunde treffen bald ein, um das Artefakt zu suchen. Sobald es gefunden wurde, sag ich Bescheid. Super. Immer ein Vergnügen. Penner. Wegen Leuten wie Ihnen haben Historiker einen so schlechten Ruf. Ich fürchte, ich habe heute keine Zeit für Sie, Mr. Hastings. Danke. Sie machen es mir sehr einfach. Oh, scheiße. Ja, ich gebe dir recht. Master Berg, Agent da Costa. Kümmern Sie sich um sie. Bewegung! Fangt sie ein! Wow, das war richtig geil.
Ein einfacher Plan. Ich habe eine Trophäe erhalten. Die musst nur warten, bis du anfängst, die Daten zu suchen. Dieser kleine Stunt gefährdet die gesamte Operation. Synchronisiere dich mit Jacobs und Evies Erinnerungen. Finde etwas, das uns Vorsprung vor dem Feind gibt. Du musst dich beeilen. Jetzt geht es sicher um Leben oder Tod. Viel Glück. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hilfe! Was soll ich denn machen? Komme ich denn irgendwo mal überhaupt hin? Hallo? Zeit haben wir den Planeten Sonne-Option zu schützen. Aktiviert das mit dem großen Tempel. Aha, okay. Geht es jetzt wieder um Desmond? Drücke Kreis von den Lebensbalken des Gegners aufblinkt, um den folgenden Nahkampfangriff zu kontern. Whitechapel, London. Ah, oh, Mann. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Die wogende See von London. Genau wie Vater es beschrieben hat. Gut, dann suchen wir Henry Green und planen den Angriff gegen die Templer. Wer war Green nochmal? Der Assassine, der über London wacht. Hast du die ersten drei Mal nicht zugehört? Bei was zugehört? Oi, pass auf. Verzeihen Sie, Sir. Hey, komm zurück, du räudiger Landfänger! Hä? Ja? Wo ist er hin? Der Kleine ist doch schon 100 Jahre weg, bis ich ihn überhaupt eingeholt habe. Was soll der Scheiß? Lauf! Nicht den Weg! Ah, ist doch scheiße! Ich glaube, ich bin gerade den falschen Weg gelaufen, oder? Nee. Hä? Lauf da drunter. Mann, ich bin so scheiße drin. Das gibt's doch nicht. Komm her, du kleiner Scheißer. Ich krieg dich. Fein, du kleiner Verbrecher. Halt es! Seht mal an. Wen haben wir denn hier? Ihr wollt auf die Fresse? In unserem Gebiet. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Stecht in die Augen. Nein, ihr habt doch eh keine Chance. Ah. Das fühlt sich doch angenehm an. Exzellent. Was hat London sonst noch zu bieten? Ist echt so. Wir haben keine Zeit zum Flanieren, Jacob. Wir müssen erst Henry Green finden. Ich konnte schon immer besser klettern. Nicht wahr? Nicht mehr, seit wir zwei waren. Ich bin vor dir am Aussichtspunkt. Vor ihr. Hä? Nein! Das ist unfair! Auf keinen Fall! Das ist doch unfair! Ich bin zwar ein Mann, aber... Oh nein! Bei welchem Aussichtspunkt? Ah, hier. Wo befindet sich jetzt Mr. Greens Geschäft? Es war auf Vaters Karte markiert. Zwei Assassinen. Etwa gleich groß. Eine Frau. Ein Mann. Etwa 20 Jahre. Und dieses teuflische Grinsen. Sie müssen die Freizwillinge sein. Und Sie sind? Henry Green, zu Ihren Diensten. Mein tiefstes Beileid zum Tod Ihres Vaters. Danke. Was können Sie uns über Crawford Starrick erzählen? Wünscht der Rat also Informationen? London muss befreit werden, um eine bessere Zukunft für alle Einwohner zu bringen. Gott sei Dank ist der Rat zur Einsicht gekommen und hat euch geschickt. Ja, Gott sei Dank. Unglücklicherweise habe ich schlechte Neuigkeiten. Inzwischen sitzt Starrick an der Spitze der ausgeklügelsten Templerstruktur der gesamten westlichen Welt. Jede Klasse, jeder Bezirk,
Die Gangs, die Industrie. Seine Macht erstreckt sich über ganz London. Ich habe mich immer schon als Gangführer gesehen. Hart, aber gerecht. Wir tragen Uniformen. Und ich kann entrichtete Außenseiter jeder Couleur vereinen. Unter einem Namen. Das ist es, Evie. Wir ziehen sie auf unsere Seite. Oh, so wie du diese Kartenspieler im Outbrook mit in den Fluss gezogen hast? Das war was anderes. Sie schlugen mich beim Whist. Ich sehe es direkt vor mir. Wir nennen uns The Rooks. Ist das wirklich dein Ernst? Hast du einen besseren Plan? Den Edensplitter finden. Also, verschaffen wir uns mal einen Überblick. Sollen wir? Okay, Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal einen Cut. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns bei einer neuen Folge wieder von Assassin's Creed Syndicate oder bei Minecraft Hexit. Lasst eine positive Bewertung da, falls euch die Folge gefallen hat. Und wir sehen uns beim zum nächsten Mal wieder. Genau, genau. Du hast es gesagt. Also dann, Leute, haut rein und ciao. Ciao.